Warte! Jetzt müssen wir uns nicht mehr um teure Skins streiten. Wir haben doch einen Keydrop. Ja, voll! Meine Güte! Keydrop. Traumskins sind näher, als man denkt. Yo, wunderschönen guten Tag, meine Sprungfritzer. Ronny ist hier am Start. Wir sind jetzt zurück auf Keydrop. Leider, eigentlich wollte ich auf eure Autokommentare eingehen. Wollte ich jetzt diesmal wirklich machen. Aber wir haben es, ja, 4 Stunden nach Videoveröffentlichung. Und es kommentieren relativ wenig Leute. Verstehe ich aber auch, weil ich natürlich auch relativ wenig geantwortet habe. Wird sich jetzt aber ändern. Der Onze ist hier wieder am Start, um dem Ganzen nochmal ein bisschen Nachdruck zu verleihen. Was ist denn Ghosts of Pirate Bay? Boah! Ist ja ein Event wieder, ja? Ja, aber da fällt mir gerade Pirate Bay, das war ja so eine illegale Seite, die man früher nutzen hätte können, um diverse Filme oder sowas runterzuladen und anzugucken. Und darüber habe ich jetzt, wie Spotify entstanden ist. Weil Pirate Bay war ja am Anfang für Musikverbreitung, so am Anfang des Internets, sage ich jetzt mal. Und Netflix gibt's eine Serie, wie Spotify entstanden ist. Übel spannend. Wie die dann auch die Plattenfirmen das angeklagt haben, Pirate Bay, und dass das 3 kleine Jungs waren. Und sehr, sehr crazy. Da kommen wir rubbeln hier mal ein bisschen was auf. Können wir jetzt hier unten was aufrubbeln? Ja. Wir haben so viele von diesen. Wie viele Dinge hast du? Übel viele, über 100.000. Ja, wo erst die? Vom Aufladen oder was? Ja, die kriegt man ja, wenn man auflädt und. Ah. Alter, das ist bei Keydrop aber auch, das sind die einzigen Teile, die sich wirklich lohnen. Ey. Guck mal, was hier für Sachen rauskommen. Ja, aber muss man halt auch viel aufladen immer, wa? Ja, gut, aber der hat mir jetzt 500 Euro aufgeladen. Ups. Oh Mann, Alter, jetzt ist auch noch verschwunden. Aber der hat mir 500 Euro aufgeladen, so auf mäßig, und ich habe jetzt 130.000. Weiß auch nicht, ob das normal ist oder ob ich vielleicht ein bisschen mehr kriege, dass ich es mal zeigen kann. Aber eigentlich ist der Account so wie alle anderen. Also ich glaube auch nicht, dass der die extra auflädt. Das muss schon durch die Aufladung kommen sein. So, was machen wir auf? Wie viel hast du dort für das Video? $500 fürs erste. Da können wir eigentlich alles rausbrezeln. $83 sind, glaube ich, noch übrig geblieben von letzten. Schauen wir mal, ob es hier was dick ist. Ein gutes Battle, leider. Alter, aber wie viel, guck mal. Ich sag ja auch. Fertig. Ja, nee, aber guck, bis hier war nicht fertig. Ah, da sind schon einige offen, ne? Ja, bei uns ist halt das Ding, aber bei mir ist ja auch das Ding durch das Gesponserte. Das ist ja nicht das, was der normale Bursche Next Door, sage ich jetzt mal, aufmacht, ne? Ja gut, dann probieren wir doch mal die Treasure Case. Doch relativ günstig. Machen wir direkt 4 auf. 69, passt sogar gut nebeneinander. $69. Passt. Auch geil, die Designs immer und so, ne? Na. Richtige Banger Designs. Mit dem Event? Das sieht schon cool aus. Würde ich auch sagen. Aber passt es jetzt so? Also weißt du, Halloween vorbei, weißt du? Ja, irgendwie komisch. Ja gut, aber vielleicht denken sie, Halloween ein anderes Event, ne? Vielleicht denken sie sich, in Deutschland ist bald Fasching. Gibt's hier nicht. Gibt's hier nicht? Ne, das ist kein Fasching, oder wie das heißt. Ja, ist halt eher so ein Köln-Ding, ne? Ja, da solltest du aber nicht Fasching sagen. Karneval! Baden-Württemberg gibt's Fasching und in Karneval, in Köln gibt's Karneval. So, irgendwie ist es hier, und in Brasilien gibt's auch Karneval. Aber der ist ein bisschen sexistischer angehaucht als bei uns. Da sind die ganzen alten nackt rum mit den Titten, die da rumbaumeln, boing boing. Und diesen engen Tangas und so, die so hochgeschnitten sind und alles. Junge, Junge, Junge. Wird jetzt die Kiste gewechselt, war's die nicht? Nee, war's absolut nicht. Hast du gesehen, ne? Hm, was für eine Kiste könnte es sein? Die haben auch keine neue, teurere Kiste draufgebracht, ne? Die haben sich der Inflation angepasst und ist ein bisschen günstiger geworden. Erst das war sie im Angebot, die Dialog-Kiste, und jetzt ist sie standardmäßig so. Oh, ey. Wir müssen eigentlich die dann nochmal aufmachen, ist überhaupt eine Kiste. Da muss halt auch mal wieder was kommen, ne? Ja, das war schon lange her, aber die hat mal auf jeden Fall richtig reingeschallert. Oh, stell dir vor. Das war auch lustig. Das ist auch lustig, ne? Aber hier so eine Fire Serpent oder so ein Marble Fade. Oh, da ist es doch wieder. Hallo, bleib doch mal stehen. Ey, schön wär's. Oh, plus minus also, 0. Ja. Jetzt entscheidet sich, ob der Kiste. Nochmal minus, ja. Oh, komm doch noch ein Stückchen weiter. Oh, nö. Gar nicht so viel. Da gibt's nochmal eine Rewash. Das war ungefähr plus minus 0. Also komm. Gegen $3 machen wir da jetzt. Oh, jetzt schon wieder. Dass du dann noch eine Hoffnung hast, weißt du? Digga, man muss die Hoffnung immer haben. Ja. Oh Mann, ey. Und da ist der Fluss schon wieder weg. Da ist der Fluss wieder weg. Also irgendwie. Oh.
Dann haben wir jetzt noch $30. Dann machen wir, komm, machen wir die Gamma Case noch einmal auf. Und dann Abfahrt. Abfahrt, 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 Abfahrt. Oh. Dann weiß ich nicht. Ja. Ist nicht so gut. Na gut. In dem Sinne, ich danke fürs Zuschauen. Haut rein. Und bis Spider-Man. Ciao.